Liebe Weinfreunde und WVLG-Follower, ich begrüße euch zu meinem ersten kostenlosen Wein-Online-Kurs. Ich habe euch ja versprochen, als Vorgeschmack bekommt ihr von mir ein kostenloses Probeseminar. Meine liebe Frau hat die häufigst gestellten Fragen meiner achtjährigen Seminarerfahrung zusammengestellt und hat für uns heute eine Lostrommel vorbereitet, aus der ich die Fragen rein zufällig auswähle. Ich beantworte die 5 häufigsten Fragen. Die können natürlich nur ein Vorgeschmack sein. Im Detail und in der ganzen Breite findet ihr die Erklärung dann in den entsprechenden Kursvideos. Ich würde sagen, wir starten einfach und ich ziehe rein zufällig die erste Frage. Bin selber schon sehr gespannt. Lagerung von Weinen. Wie stelle ich fest, wann er seinen Höhepunkt erreicht hat? Das ist schon mal die erste gute Frage. Es ist gar nicht so leicht, das pauschal zu beantworten. Die Lagerfähigkeit der einzelnen Weine unterscheidet sich enorm. Grundsätzlich kann man sagen, dass Rotwein länger haltbar ist wie Weißwein, und wie lang jeder einzelne Wein haltbar ist, hängt von seiner Komplexität und von seinem Potenzial ab. Am besten ist es, man lässt sich von denjenigen beraten, wo er den Wein kauft oder der ihn sogar hergestellt hat. Grundsätzlich aus Daumenregel, Weißwein sollte nicht in die Schule gehen, wie man sagt. Das heißt, 6 Jahre ist für die meisten Weißweine das Maximum. Und bei Rotweinen kommt es in erster Linie auf den Tanningehalt an. Beispielsweise Bordeaux-Weine sind Weine, die halt einen sehr hohen Tanningehalt haben. Die brauchen schon mal bei den höchsten Qualitäten mindestens 10 bis 15 Jahre, bis sie überhaupt trinkbar werden. Wie gesagt, einen pauschalen Wert kann man dazu nicht geben. Allerdings gibt es einen eigenen Kurs, ein eigenes Kursvideo, wo ich auf die Lagerung von Wein nochmal speziell eingehen werde. Machen wir gleich die zweite Frage. Schmeckt ein Wein mit hoher Restsüße immer lieblich? Die Geschmacksrichtungen nach dem deutschen Weingesetz, die eben trocken, halbtrocken oder feinherb, beziehungsweise geht es dann noch weiter mit lieblich und süß, definiert sind, sind natürlich genau anhand der Zuckerkonzentration im Wein festgelegt. Das heißt, wenn ein Wein als lieblich bezeichnet wird oder süß, dann ist eine entsprechend hohe Restsüße vorhanden und damit schmeckt der Wein immer süß. Allerdings kommt es auch darauf an, wie viel Säure in dem Wein drin ist. Säure und Zucker ist ein wichtiges Kriterium, eine wichtige Balance muss sich zwischen diesen beiden einstellen, damit der Wein harmonisch und gelungen schmeckt. Aber auch hier gibt es wieder ein dezidiertes Video, wo ich euch die Verkostungstechnik näher bringen möchte. Das ist dann der Kurs Nummer 3. Im 8. Video geht es dann genau darum, wie man Zucker und Säure im Wein erschmecken kann und sensorisch voneinander unterscheiden kann. Auf geht's zur dritten Frage. Ist Riesling eine rein deutsche Rebsorte oder gibt es ihn auch in anderen Ländern? Ja, Riesling ist Deutschlands Aushängeschild in Bezug auf Rebsorten und es ist eine sehr, sehr alte Rebsorte. Seine Eltern weiß man gar nicht. Es ist einer der ältesten Rebsorten überall überhaupt und hat im deutschsprachigen Raum seine Wurzeln. Es ist nicht nur in Deutschland zu Hause der Riesling, sondern auch beispielsweise im Elsass oder auch in Österreich findet man viel Bestand von Riesling. Nichtsdestotrotz hat sich Deutschland aber auf die Fahnen geschrieben, das Riesling-Land Nummer 1 zu sein, und es wird nur wenige geben, die widersprechen, dass Deutschland die besten Riesling-Qualitäten weltweit liefert. Aber auch Down Under in Australien gibt es auch viele Rieslinge, die allerdings bei uns so gut wie nicht anzutreffen sind. Dann die vierte Frage. Champagner, Prosecco, Sekt. Gibt es einen Unterschied? Das ist das Thema Schaumwein. Und auch zu Schaumweinen wird es gleich 2 Videos geben. Zum einen weißen Schaumwein, wo ich in erster Linie auch auf die unterschiedlichen Herstellungsmethoden eingehen werde. Und dann auch roter oder roséfarbener Schaumwein. Grundsätzlich, die Begriffe, die ich gerade genannt hatte, sind eigentlich Ursprungsbezeichnungen. Champagner kommt aus der Champagne und eben nur dort her.
Und auch Prosecco ist eine Ursprungsbezeichnung. Das ist ein italienischer Schaumwein aus Venetien, der auch nur dort angebaut werden darf. Es gibt aber nicht nur es sind nicht nur Ursprungsbezeichnungen, es sind auch Vorschriften damit verbunden, welche Rebsorte verwendet wird. Und natürlich unterscheiden sich die einzelnen Weine auch in ihrer Herstellungsmethode. Champagner als Namensgeber für das sogenannte Champagnerverfahren bezieht sich auf die traditionelle Flaschengärung. Fünfte Frage. Alte Welt, neue Welt, Qualitätseinstufung oder einfach lokale Beschreibung? Ja, auch wieder eine Frage, die wahnsinnig viele Aspekte anschneidet. Alte Welt in der Weinwelt meint Europa und neue Welt ist quasi alles andere. In Europa ist es so, dass dort aus der Tradition heraus über die Jahrhunderte hinweg eigentlich die meisten Weinstile geprägt worden sind und auch aus Europa kommen die meisten weltberühmten Rebsorten. Beispielsweise sei hier Cabernet Sauvignon oder Merlot genannt oder auch Chardonnay. Das sind alles französische Rebsorten, die ihren Siegeszug um die ganze Welt angetreten haben. In der neuen Welt wird zum einen versucht, die Stilistiken aus Europa nachzuahmen oder eben auch ganz neue Wege zu gehen mit alten Rebsorten. Deswegen ist die stilistische Unterscheidung oft relativ stark. Weine aus der sogenannten neuen Welt, unabhängig von welchem Land konkret, sind eher fruchtbetont und tendenziell mit eher Holzfass, mit mehr Holzfassausbau. Und Europa ist eher dezenter, zurückhaltender. Das ist aber nur ganz pauschal gesagt. Es gibt natürlich etliche Beispiele, die dem jetzt widersprechen würden, aber aus grober Richtschnur ist das die Unterscheidung stilistisch und geografisch alte und neue Welt. Und eine Zusatzfrage sei euch noch gegönnt. Wie lagere ich Wein am besten? Keller, Wein, Schrank, gibt es Weinlager, wo ich Wein professionell lagern lassen kann? Ja, wir hatten ja schon eine Frage zum Weinlagern und sein Alterungspotenzial. Wie gesagt, dazu wird es eine dezidierte Folge geben, ein dezidiertes Video. Grundsätzlich ist es so, man muss festhalten, dass die Temperaturkonstanz im Jahresverlauf viel wichtiger ist wie die eigentliche Temperatur. Soll heißen, es spielt keine große Rolle, ob der Wein bei 14, 15 oder 16 Grad lagert. Es ist viel wichtiger, dass diese Temperatur über das ganze Jahr gehalten wird. Ich hatte mal in meinem damaligen Keller einen Thermografen aufgestellt, um zu erfahren, wie die Temperaturschwankung bei mir im Keller ist. Und zwischen dem Jahresminimum, was irgendwie 11 Grad war, bis zum Jahresmaximum bei 21 Grad, also sprich eine Temperaturdifferenz von 10 Grad im Jahresverlauf, das wird nachhaltig jeden Wein kaputt machen. Also erste Regel ist, Konstanz wichtiger als die absolute Temperatur. Ideal wären irgendwas zwischen 15 und 14 Grad. Das heißt, wenn ihr keinen eigenen Weinkeller habt, eine Höhle in irgendeinem Berg, dann werdet ihr langfristig wahrscheinlich nicht über einen sogenannten Weinlagerschrank herumkommen. Eine noch. Eine noch. Eine geht noch. Sollte man jeden Wein dekantieren? Ist nicht meine Frage, muss jetzt trotzdem antworten. Ja, grundsätzlich wird es auch hier ein Kursvideo geben, wo ich die verschiedenen Glasformen bespreche und auf das Thema Dekantieren und Karaffieren eingehe. Grundsätzlich spricht man vom Dekantieren, wenn ein Wein von seinem Depot, also das ist der Bodensatz aus beispielsweise den ausgefallenen Tanninen bei alten, schweren Rotweinen, das ist das Dekantieren. Und zum anderen das Karaffieren meint das Belüften des Weines, wo es eben darum geht, nicht einen Bodensatz abzutrennen, sondern den Wein mit Sauerstoff in Kontakt zu bringen. Grundsätzlich ist es auch hier wieder so, dass Rotweine mehr davon profitieren, karaffiert zu werden. Es gibt einige alte Weißweine, wo man das auch machen kann, aber das ist schon sehr speziell. Deswegen rentiert es sich bei den allermeisten Weißweinen eigentlich nicht, sie zu karaffieren. Und bei Rotweinen gilt dasselbe wie für die Lagerung. Es kommt sehr darauf an, wie alt der Rotwein ist, wie seine Struktur ist, wie viel Tannine er hat, wie lang er karaffiert werden muss. Man kann es nämlich auch übertreiben und damit den Wein quasi gegen Ende
töten, bevor man ihn überhaupt getrunken hat. Da muss man ein bisschen mit Vorsicht und Fingerspitzengefühl herangehen. Am besten einfach einen Rotwein mal dekantieren, zwischendrin immer mal wieder vielleicht einen kleinen Schluck probieren, ob der Wein schon genügend belüftet ist, und ansonsten lässt man ihn einfach noch ein bisschen stehen. Warum sommerliche Weißweine oder Roséweine nicht karaffiert werden müssen, das sind ja in aller Regel säurebetonte frische Weine mit einer floralen oder blumigen Aromatik, und diese Aromastoffe sind leider sehr sauerstoffempfindlich, sodass ein Weißwein, ein leichter Sommerweißwein, sehr schnell an Qualität verlieren würde, wenn er in einer Karaffe über mehrere Stunden hinweg großen Sauerstoffkontakt ausgesetzt ist. So, eine Frage haben wir noch. Das Beste kommt wahrscheinlich zum Schluss. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Wie kommen die Aromen in den Wein? Ich glaube, das ist die Lieblingsfrage meiner Frau. Eine sehr kurze Frage, die aber nicht sehr einfach zu beantworten ist. Könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen. Grundsätzlich ist es so, dass die Weinbeere die Aromen während dem Reifestadium im August bildet und damit auch die Rebsortencharakteristik festgelegt wird. Aber auch während der Gärung entstehen viele Geschmacksstoffe, Nebenprodukte aus der alkoholischen Gärung, und Alkohol ist auch ein Geschmacksträger. Das ist auch der Grund, warum Traubensaft deutlich weniger komplex ist als Wein. Findet einfach eine essentielle Umwandlung während des Gärens statt, und auch dort werden nochmal zusätzliche Aromen eingebracht. Zusätzlich wird ja auch noch ein sogenannter Holzfassausbau manchmal gemacht, der erhöht die Komplexität nochmal zusätzlich, weil in den meisten Fällen Holzaromen von dem Fass in den Wein abgegeben werden. Also sind es im Prinzip drei Ursachen. Das erste ist die pflanzlichen Aromaverbindungen, die in der Beere vorhanden sind. Das zweite ist die alkoholische Gärung, die das Geschmacksprofil sehr verändert. Und dann das dritte ist der Ausbau des Weines im Holzfass. Ja, liebe Weinfreunde, damit sind wir auch schon am Ende der kleinen Fragerunde angekommen mit euren Fragen aus den letzten 8 Jahren meiner Seminarveranstaltungen. Ich hoffe sehr, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Solltet ihr noch Fragen darüber hinaus haben, könnt ihr sie gerne an mich richten. Entweder schreibt ihr mir dazu ganz oldschool-mäßig eine E-Mail oder per Twitter oder auf einen der Social-Media-Kanäle. Ich würde die Fragen dann gerne aufgreifen in meinen Wein-Podcast, Weinverstehen leicht gemacht. Dort kann ich im 3-Wochen-Rhythmus eure Fragen dann gerne beantworten. Auf der Homepage meines Podcastes www.weinpodcast.de findet ihr auch ein Forum. Dort könnt ihr die Fragen auch einstellen, sodass die anderen Hörer auch daran teilhaben können. Ich würde mich über euer reges Interesse sehr freuen und hoffe, euch bald demnächst in meinen Wein-Online-Kursen, einen der Videos, begrüßen zu dürfen.